بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Das ist unsere zwölfte Halaqa in dieser Serie Aqida Diplom. Wie ich gesagt habe, es wird kein Telegram Kanal mehr, und ich werde immer die Lektionen hochladen auf YouTube. Er konnte das studieren und bearbeiten, inshallah, macht er weiter. Wir haben über das Thema Ta'til geredet, Abstellen im Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, Eigenschaften. Ta'til auf Arabisch, das ist von Attala. Wir haben über Ta'til geredet, alles wir geredet über die Namen, Eigenschaften, dass wir stellen sie fest ohne Ta'til, ohne nach wie zu fragen, ohne zum Ziel, Vergleich zwischen der Schöpfer und Geschöpf. Das ist auch verneint. Ta'til, es gibt Ta'til auf viele Arten. Und es gibt manche, die haben die Namen Eigenschaften negiert. Das ist Al-Jahmiyya. Das ist eine Sekte, stammt von Al-Jahm bin Safwan. Sie negieren alles. Aber wir werden sehen, warum sie negieren das. Sie negieren die Namen und Eigenschaften. Das ist eine vollkommene Abstellung. Zweitens, das sind Al-Mu'tazila. Mu'tazila, sie stellen Namen fest, aber negieren die Eigenschaften. Und Al-Mu'tazila, das stammt von Al-I'tizal, das Zurückziehen. Al-Mu'tazila heißen auch Al-Qadariyya. Die haben Al-Umma sehr beeinflusst. Besonders in der Zeit von Al-Abbasiyyin, Abbasiden-Zeit nach Al-Umayyin, der Zeit von Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim und Al-Wathiq. Al-Mu'tazila, das ist eine große Strömung in dieser Umma. Bis jetzt gibt es nicht unter diesem Namen, aber die Lehren sind noch anwesend. Mu'tazila, die haben Schia beeinflusst. Al-Mu'tazila, die haben viele, viele Sekten beeinflusst. Al-Mu'tazila, sie verehren Verstand. Und das ist die Abstellung von Al-Mu'tazila, es bezieht sich auf die Eigenschaften, nicht auf die Namen. Mu'tazila, die heißen auch Al-Qadariyya, wie ich gesagt habe. Wenn wir über Al-Mu'tazila reden, dann reden wir über Namen, Eigenschaften, reden wir über Al-Qadar, reden wir über Iman. Das werden wir sehen. Mu'tazilin al-Iman, die sind al-Khawarij. Und al-Mu'tazilin al-Qadar, die sind Qadariyya. Wir werden gleich über Mu'tazila reden, im Thema von al-Qadar. Und die dritte Stufung, das sind al-Mutakallimun. Mutakallimun, die scholastische Schule. Das ist, Mu'tazila gehören auch dieser scholastischen Schule. Aber es gibt eine Gruppe von dieser scholastischen Schule,
Sie stellen die Namen fest und die stellen manche Eigenschaften fest und negieren die anderen Eigenschaften. Das sind Al-Asha'ira, Maturidiyya, Kullabiyya. Asha'ira von früher sind nicht wie Asha'ira von jetzt. Asha'ira von Abu'l-Hassan Al-Ash'ari. Abu'l-Hassan Al-Ash'ari hat Imam Ahmed verehrt. Und er war Mu'tazili. Sein Schwiegervater, der war ein Kopf von den Mu'tazili. Und er hat ihn erzogen. Und er war Mu'tazili und danach hat er Madhab Mu'tazili verlassen. Und dann war er in der Moschee und sagt: Leute, wer mich kennt, erkennt mich. Wer mich nicht kennt, ich bin Abu'l-Hassan Al-Ash'ari. Und er sagt: Ich habe mein Madhab geändert. Von den Mu'tazila. Und er hat gesagt, dass er auf Madhab Imam Ahmed. Von Abu al-Hasan al-Ash'ari zu Al-Razi. Al-Razi hat den Madhab total verändert. Bis jetzt. Also, wir werden darüber reden, wann kommt Al-Razi. Es gibt zwei oder drei Etappen in den Madhab al-Ash'ari. Al-Maturidi stammen von Abu Mansur al-Maturidi. Die sind ähnlich wie Al-Ash'ari. Kullabiyya stammen von Abu Kullab. Sie stellen Namen fest und die stellen manche Eigenschaften fest. Al-Ash'ari, sie stellen sieben Eigenschaften fest. Lahul Kalamu, Al-Hayatu wal-Basar, Sam'un, Iradatun, wa Ilmun, wa Qadar. Le Kalam, das Sprechen, Le Kalamu. Also die stellen das Sprechen, das Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Aber sie erklären das anders, das ist eine seelische Aussprechen. Und das Leben und das Sehen, Sam'un, das Hören, Iradatun, Wille, Sam'un, Iradatun, das Wissen und die Fähigkeit, die Macht. Imam Abu Ja'far al-Tahawi, er sagt, er schuf die Geschöpfe mit seinem Wissen, bestimmte ihnen ihr Schicksal und legte ihnen ihre Lebensspanne fest. Nichts von ihrem Tun war ihm vor ihrer Erschaffung verborgen. Und er kannte jede ihrer Handlungen schon, bevor er sie erschuf. Also das Wissen, er erschuf die Geschöpfe mit seinem Wissen. Also das Wissen bezieht sich auf alle Eigenschaften. Allah ist barmherzig in seinem Wissen. Er ist der Schöpfer mit seinem Wissen. Das Wissen bezieht sich auf alle Eigenschaften. Nicht wie Al-Mu'tazila. Mu'tazila, jetzt reden wir über Mu'tazila, der heißt auch Al-Qadariyya. Die sagen, Allah weiß erst, wenn die Geschöpfe da sind. Erst wenn das Geschehnis geschehen ist, weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Qadariyya sind zwei Stufungen. Und bevor wir über die Stufungen reden, also wenn wir reden über Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala hat gewusst, geschrieben, gewollt, geschaffen. Und es gibt viele Sekten, die das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala negieren. Sagen, Allah weiß nicht über die Geschehnisse, bis sie verwirklicht sind. Und diese Bid'a, die war in der Zeit von kleinen Sahaba. Weil manche kamen von Scham. Und diese Aussage hat jemand, heißt Ghaylan al-Dimashqi, der kommt aus Damaskus. Dann kamen Leute von Scham, haben Sahaba, kleine Sahaba gesucht in den Hajj. Und die haben Abbas getroffen. Und Abbas sagt: Ich bin frei von diesen Leuten, weil diese Aussage. Das ist, das schließt aus dem Islam aus. Man sagt, Allah weiß nicht über die Geschehnisse, bis sie verwirklicht sind. Sie haben die erste Stufe verneint. Also sie sagen, Allah hat nicht gewusst. Es gibt eine Gruppe, die haben das Wissen festgestellt. Das ist die zweite Art von Al-Qadariyya.
die haben das Wissen festgestellt. Ja, und die haben auch das geschrieben, was Allah geschrieben hat, festgestellt. Aber sie haben gesagt, dass Allah nicht die Taten der Menschen geschaffen hat. Deshalb hat Imam Bukhari über das Thema ein Buch geschrieben. Khalq Af'al al-Ibad. Das ist ein Buch, ein Band. Das sind Al-Qadariyya, die mittleren Qadariyya. Ja, das sind nicht die ersten, die Übertreiber, die haben das Wissen verneint. Sie erkennen das Wissen von Allah Ta'ala, aber sie negieren, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala die Taten der Menschen geschaffen hat. Es gibt eine andere Gruppe, das andere Extrem, das heißt Al-Jabriyya. Al-Jabriyya stammt von Al-Jabr. Al-Jabr ist Zwang. Die sagen, dass die Menschen gezwungen sind. Sie haben den Willen der Menschen negiert. Sie sagen, der Mensch hat keinen Willen. Wir sind gezwungen. Eine andere Gruppe von Al-Jabriyya sagen, dass der Mensch äußerlich einen Willen hat, äußerlich einen Willen hat, aber innerlich nicht. Und das ist eine Aussage von Al-Ash'ariyya, weil Al-Ash'ariyya sind Jabriyya in Bezug auf Al-Qadr. Das ist ihre Aussage. Die sagen, dass der Wille nicht die Tat beeinflusst. Denn um eine Tat zu machen, braucht man einen Willen. Das ist auch eine Art Zwang. Imam al-Tahawi hat al-Qadr nicht nur an einer Stelle erwähnt, hat das in seinem Buch, wenn er das Buch hat von Imam al-Tahawi, er merkt, dass er oft über Qadr redet. Das Buch von al-Tahawi hat keine Anordnung. Manchmal redet er über Qadr, dann redet er über Nameneigenschaften, dann redet er wieder über Qadr. Also er redet oft über das Thema al-Qadr. Diejenigen, die das Wissen negieren, also wie Al-Mu'tazila, die Qadariyya, die übertreiben, die haben Beweise. Also die nehmen als Beweis die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, die Übersetzung, und wir haben, also das Surat Al-Baqarah, 143, ja, die sagen, also das ist ein Beweis, und wir haben die Qibla, nach der du dich bisher gerichtet hattest, nur gemacht, damit wir denjenigen, der dem Gesandten folgt, von demjenigen unterscheiden. Also dieses Unterscheiden hier ist Wissen, was geschehen ist. إِلَّا لِنَعْلَمَ. Also bedeutet, dass Allah hat nicht gewusst vorher, und alles, was geschehen ist, verwirklicht wurde, hat er gewusst. Wir sollen hier eine Sache wissen. Das Wissen ist zwei Arten. Das Wissen von Allah ist zwei Arten. Es gibt das Wissen al-Muqaddar. Es gibt ein Wissen, was niemand kennt. Das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. In al-Lawh al-Mahfud, dieser geschützte Tafel, es gibt das Wissen, Allah weiß alles. Das heißt al-Ilm al-Muqaddar. Das kommt von al-Qadar. Das Wissen über das, was noch nicht da ist. Noch nicht da ist. Niemand weiß das. Und es gibt Al-Ilm al-Zahir, das sichtbare Wissen. Das Wissen über was bereits geschehen ist. Allah wusste, bevor diese Sache geschehen ist. Diese Sache war nicht da. Als diese Sache geschehen ist, wusste es Allah ebenfalls. Allah zeigt den Menschen, also Allah zeigt den Menschen das Wissen, was sie nicht gewusst haben. Al-Sunna sagen, damit das Wissen von Allah sichtbar ist, er macht es sichtbar. Und nicht, weil Allah es vorher nicht gewusst hat. Also wir reden über den Er. Es bedeutet, dass Allah subhanahu hat das sichtbar gemacht. Das kam von das Verborgene zur Verwirklichung. Und das ist Wissen, was die Leute gesehen haben. Das ist die Widerlegung von was Al-Qadariyya sagen. Nichts von ihrem Tun war ihm vor ihrer Erschaffung verborgen.
Er kannte jede ihrer Handlungen schon, bevor er sie erschuf. Das ist Aussage von al-Tahawi. Er gebot ihnen, ihm zu gehorchen und untersagte ihnen, ihm ungehorsam zu sein. Das werden wir nächstes Mal, inshallah, behandeln, weil ich habe viele Sachen, jetzt sind sehr nicht einfache Sachen, aber hört ihr das in Ruhe und bearbeitet das. Ich weiß, dass wenn die Live-Doros nicht da sind, das ist ein bisschen schwierig. Aber derjenige, der das Wissen studieren will, er muss flexibel sein. Er muss studieren, muss mit diesen Aufnahmen sitzen und schreiben und bearbeiten. Ja, und langsam. Ja, und langsam verschriftlichen, was er hört, und dann er bearbeitet den Stoff. Ja, also er schreibt die Regeln, schreibt die Aufteilungen, schreibt die Nutzen, er lernt das, er liest das oft oder er lernt das auswendig. Und er versucht alles langsam zu studieren. Das Wissen ist teuer, das Wissen ist wertvoll. Deshalb braucht viel Geduld, sagen wir oft, man braucht viel Geduld. Und mit der Zeit wird man viel verstehen. Deshalb sollte man jeden Tag lernen, jeden Tag. Eine Stunde, zwei. Egal wann, man soll eine Stunde oder zwei planen. Und soll das Wissen lieben. Das Wissen ist eine Ibadah. Genau wie du betest, fastest, Sadaqa gibst, Al-Ilm ist auch Ibad. Al-Ilm leuchtet den Weg. Al-Ilm in sich selbst ist Ibad, in sich selbst. Ja? Ist ein großer Ibad. Leuchtet uns den Weg. Und zeigt uns, was wir nicht gewusst haben. Und baut unsere Seele auf. Und gibt uns einen Blick, was wir vorher nicht gesehen haben. Und auch ändert unsere Vorstellungen. Und ändert unsere Persönlichkeit. Das Wissen. Deshalb das Wissen braucht Geduld und Zeit. Zeit, langsam, jeden Tag, langsam, bis man wirklich es schafft. Und man bekommt nicht die schönen Sachen, bevor man wirklich Schmerz spürt, Schmerz des Lernens, des Schreibens, des Studierens, Schmerz der Zeit und Geduld. Das ist sehr wichtig. Deshalb, derjenige, der wahrhaftig ist, er will auf jeden Fall weitermachen, studieren. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt das unter dem Video. Schreibt ihr die Fragen, ich beantworte das. In der nächsten Halaqa, inshallah, mache ich das. Und machen wir so. Und ich werde anderen Sachen erklären. Nicht nur das Aqida. Ich werde über viele andere Sachen reden, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen und uns Ikhlas geben. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته